Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu Maidons Meinung. Bei mir natürlich Alfred Maidon, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wieder ein paar spannende Aktien für uns heute mit dabei haben Sie. Wir schauen zunächst auf Nordex. Da gab es ja jüngst Zahlen, die vorgelegt wurden. Rekordzahlen eigentlich. Dividende wird keine gezahlt. Wie sieht es aus im Ausblick zum Beispiel? Ja, die Zahlen waren wirklich sehr gut, aber das war ja auch weitestgehend schon bekannt. 40% Umsatzwachstum, wirklich sehr stark, ein außergewöhnlich gutes Jahr. Und es war eigentlich fast klar, dass es in dem Tempo logischerweise nicht weitergehen kann. Und so waren dann auch die Prognosen fürs laufende Jahr sehr konservativ, vielleicht sogar ein bisschen zu konservativ. Das Umsatzwachstum soll nur einstellig sein im Prozentbereich. Und das kam erstmal nicht so gut an, wie man auch am Kursverlauf sieht. Die Aktie gestern stark unter Druck, heute nochmal -3%, was natürlich auch ein bisschen mit dem schwachen Gesamtmarkt zusammenhängt. Aber das ist man eigentlich bei Nordex oder sollte man gewohnt sein, dass das Management doch sehr vorsichtig nach vorne blickt. Und man will jetzt erstmal die spanische Windtochter, die man gerade gekauft hat, Acciona Windpower, integrieren. Und dafür will man erstmal auch diesen Gewinn des Vorjahres verwenden. Deswegen auch keine Dividende. Für mich eine völlig richtige Strategie, dass man das erstmal unter Dach und Fach bringt. Und ich glaube, dann ist vielleicht doch noch mehr drin als dieses einstellige Umsatzwachstum. Vielleicht dann auch über 10%, wenn das gut läuft, diese Integration, die man wahrscheinlich so in Mitte des Jahres fertig haben wird. Also ich bin guter Dinge und ich glaube, dass man diesen Rücksetzer, sieht natürlich vom Chart nicht gut aus. Wir sind die 200-Tage-Linie, da sind wir nicht oben durchgegangen. Die hat sich als zu hartnäckiger Widerstand erwiesen. Aber trotzdem, dieser Rücksetzer jetzt um 24 Euro, ich glaube, wer hier langfristig denkt, der wird einen guten Schnitt machen, denn nach wie vor glaube ich, dass dieses Jahr noch 40 Euro möglich sind. Natürlich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen erstmal ein bisschen zäh, die ganze Geschichte, weil diese Enttäuschung wird noch nachwirken, aber langfristig glaube ich, ist Nordex nach wie vor ein absolutes Top-Investment. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Branche, schauen auf einen neuen Player auf dem Börsenparkett ab morgen dann. Aber so neu ist er ja eigentlich gar nicht. Es geht um die ehemalige Repower, jetzt Senvion. Wird sich auch gleich, werden wir gleich auch noch ein Bild davon sehen. Da sehen wir es. Senvion ab morgen dann auch das IPO eben, der Handelsstart. Was dürfen wir uns hiervon erwarten? Ja, ehrlich gesagt nicht so viel. Die Geschichte ist sehr, sehr wild, muss man fast sagen, von Repower an der Börse gewesen, von der Börse genommen, zu Indern dazu gepackt, jetzt beim Finanzinvestor gelandet oder bei zwei Finanzinvestoren. Und die wollen jetzt in erster Linie eins, sie wollen Kasse machen, sie wollen ihre Anteile versilbern. Es ist auch kein richtiger Börsengang, denn es gibt keine Kapitalerhöhung, es gibt kein neues Geld für Senvion, sondern es fließt einzig und allein Geld in die Taschen der Altaktionäre, die ihre Anteile verkaufen. Und man kann davon ausgehen, weil sie danach auch noch größter Aktionär sind, dass vielleicht noch weitere Anteile verkauft werden in der Folgezeit. Also das sieht nicht gut aus. Man musste auch den Börsengang zwischendurch einmal absagen. Kommt jetzt deutlich günstiger, weil man eben teurer nicht rausgehen konnte. Also das steht in einem sehr schlechten Stern. Und hier würde ich erstmal die Finger weglassen und das Ganze vom Rand aus anschauen, wie sich die Aktie entwickelt. Da tun wir das. Beobachten das vom Land aus und schauen unterdessen auf die Autobranche, auf Daimler. Wie sollte sich der Anleger denn hier aktuell verhalten? Ja, nach wie vor. Es sieht gut aus, dass hier dieser Boden mal fertig wird. Wir waren neulich jetzt, ich glaube gestern schon mal bei der 68, also fast eigentlich nach oben raus. Jetzt hat die Marktschwäche doch wieder auf den Kurs etwas gedrückt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie auch wieder über 70 Euro steht. Meiner Ansicht nach, gut, man liegt ja auch mal daneben, aber Fakt ist auch, dass Daimler der Top-Dividendenzahler ist im DAX mit 5%. Ich glaube, nur E.ON ist besser mit 6%, aber bei E.ON weiß man nicht, wie lange man überhaupt noch Dividende zahlen kann. Also wer eine gute Aktie mit einer Top-Dividende sucht, der kommt an Daimler nicht vorbei. Und ich mache mal eine Wette, in einem halben Jahr reden wir von Kursen weit, weit über 70, wahrscheinlich sogar über 80 Euro. Also dieses Kursniveau ist wirklich hochinteressant und das wird nicht lange mehr so bleiben. Dann versuche ich mir diese Wette zu merken und wir denken vielleicht noch über einen Einsatz, Wetteinsatz nach. Gesagt, ein Jahr, sagen wir mal 10 Jahre. Ja, genau. Wir schauen mal auf Wirecard. Da ging es jetzt zuletzt deutlich bergab wegen den Betrugsvorwürfen. Jetzt hat man ja dementiert etc. Und trotzdem, es geht immer weiter bergab. Ist da noch was anderes im Busch? Ja, ich habe es ja vor 2 Wochen schon gesagt, als diese Vorwürfe aufkamen. Das Komische ist, dass die Aktie trotz dieser diversen Dementis und trotz dieser massiven Insiderkäufe des Vorstandsvorsitzenden sich nicht erholt. Jetzt ist sie sogar noch weitergefallen, was natürlich noch mehr verunsichert, zumal ja auch der ganze Markt eigentlich nicht so schlecht gelaufen ist. Das sieht man mal von heute ab. Also hier scheint doch einiges irgendwie nicht zu passen oder zumindest befürchten Anleger, dass etwas nicht passt. Und am Ende ist es fast egal, ob wirklich etwas nicht stimmt oder ob man nur die Angst davor hat. Das Ergebnis ist das gleiche, nämlich fallende Aktienkurse. Und das möchte man nicht haben und daher mein Rat weiterhin die Aktie meiden. Denn natürlich sieht das toll aus, wenn Wirecard von 31 wieder auf 48 steigt, habe ich über 50% verdient. Aber ich befürchte mal, dass das nicht so schnell passieren wird, denn diese Vorwürfe werden doch noch lange nachwirken und wenn sich die Aktie nicht gleich erholt, dann wird das wohl auch in absehbarer Zeit nichts. Okay, also Finger weg von Wirecard. Bei Jinko haben Sie ja zuletzt immer zum Kauf geraten. Bleibt das dabei?
Ja, das bleibt dabei. Auch hier natürlich, ja, diese 200-Tage-Linie ist doch nicht ganz ohne, auch bei Jinko. Man hat mal kurz drüber gelugt, aber es hat nicht gereicht. Die guten Zahlen, ja, die waren wirklich sehr gut, aber die Aktie hat darauf nicht reagiert. Was daran liegt, dass sie natürlich im Vorfeld extrem stark gestiegen ist. Also diese Konsolidierung ist in meinen Augen vollkommen normal. Jetzt muss man natürlich sehen, dass die auch irgendwann mal aufhört. Das kann auch ein bisschen dauern, aber nach wie vor Jinko Solar KGV ist bei 4,5. Das Wachstum ist da, die Analysten haben sich positiv, sagen wir mal, verhalten positiv zu Wort gemeldet, die Prognosen wurden angehoben, also alles bestens, jetzt muss nur mal dieser Anstieg verarbeitet werden und ich glaube, dann werden wir diese Linie mal endlich nach hinter uns lassen und dann geht es wirklich mal nach oben weiter. Also man braucht ein bisschen Geduld, aber ich glaube, die wird sich auszahlen. Bei SolarWorld sah es in der letzten Woche unser nächster Wert nicht sehr gut aus, da war man unter Druck und auch zu Beginn dieser Woche haben wir wieder fallende Kurse gesehen. Was belastet denn hier aktuell? Ja, das waren die Quartalszahlen in erster Linie, die waren im Prinzip sehr gut. Auch das Jahresergebnis war gut, also zumindest besser als gedacht. Sehr gut kann man nicht sagen. Man hat einen kleinen Gewinn noch am Ende geschafft im letzten Quartal. Aber das wird im ersten Quartal schon wieder anders werden. Da wird man wieder in die roten Zahlen abrutschen, hat SolarWorld bekannt gegeben. Das wiederum liegt an saisonalen Effekten. Ganz normal, das erste Quartal für Solaraktien, wirklich sehr schwach saisonal. Aber ja, das Problem ist so ein bisschen, dass SolarWorld ja natürlich viel in den USA macht. Man hat ja dort ein Werk und erzielt auch da den größten Anteil seiner Umsätze. Aber dort gibt es demnächst zunehmende Konkurrenz, denn die Chinesen drängen auf den Markt. Sie umgehen mit Produktionen in Thailand und Malaysia. Jinko Solar zum Beispiel in Malaysia die Strafzölle. Und das wird ab Mitte des Jahres ein ernstes Problem für SolarWorld, dass immer mehr Chinesen auf den Markt kommen. Und da wird es schwer, gegen die zu kämpfen. SolarWorld hat ja schon oft genug gegen die Chinesen gekämpft, hat diese Strafzölle ja auch erwürgt. Aber jetzt werden die umgangen. Und ja, dann gibt es noch diesen Gerichtsstreit mit Hemlock, mit einem Siliziumlieferanten. Hier drohen Zahlungen bis zu 800 Millionen Euro. Also da sind einfach zu viele Unsicherheiten und daher auch dieses Abrutschen nochmal. Und ich befürchte mal, dass das noch nicht alles gewesen ist. Also Hände weg aktuell von, ja, von SolarWorld. Dann schauen wir auf Tesla. Da wird es Ende des Monats ja nochmal spannend. Da ist eine wichtige Präsentation. Könntest du einige Überraschungen geben? Womit rechnen Sie? Ja, eigentlich nicht. Also ich meine, es gibt den Tesla 3, es ist der Preis ungefähr bekannt, also den ersten Mittelklassewagen, den Tesla präsentieren wird. Natürlich wird es entscheidend sein, wie sieht die Karre aus, auf Deutsch gesagt. Davon wird noch eine ganze Menge abhängen. Aber man sieht, dass die Aktie im Vorfeld dieses Event schon mächtig feiert. Aber ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich habe auch diesen Absturz nicht ganz verstanden. Auf einmal kam eine so schlechte Stimmung auf. Jetzt wiederum hat sich das Ganze komplett umgedreht. Die Analysten oder während hier die Analysten oder viele Analysten den Wert runter geredet und geschrieben haben, melden sich jetzt immer mehr zu Wort und sagen, die Produktion des Model X läuft doch besser als gedacht. Das mit dem Tesla 3 könnte was werden. Die Kursziele werden wieder erhöht. Ja, und die Aktie steigt wieder und hat zumindest die Trendlinie wieder erreicht. Ob das jetzt in einem Zug drüber geht, das glaube ich eher nicht nach einem solchen Anstieg, aber langfristig glaube ich nach wie vor ein Wert, den man, wenn man ein Elektroautoskop haben muss. Wir können uns kurzfristig noch mal anschauen, weil der Kollege Florian Söllner ist der Meinung, dass es jetzt bis zur Präsentation am 31. März erstmal weiter bergauf geht, weil man sich nicht traut, short zu gehen vielleicht. Und dann kommt es eben darauf an, was wirklich genau da präsentiert wird oder wie das Ganze dann aussieht, wie Sie gesagt haben. Rechnen Sie auch damit, dass es bis dahin erstmal steigt? Also wenn es jetzt in dem Tempo weiter nach oben geht und wir vielleicht bei der Präsentation hier oben bei 240 sind, dann wird es eine Korrektur geben. Egal was passiert, kann man fast sagen, auch wenn das Auto das beste Auto der Welt ist, einen solchen Anstieg in so einem Tempo am Stück, das gibt es eben nicht. Ja. Auch eine Tesla konsolidiert mal. Natürlich, klar, dann ist dann erstmal die Luft so ein bisschen raus. Da muss man erstmal wieder sehen, wie werden die nächsten Absatzzahlen. Aber dennoch, ich bin nach wie vor davon überzeugt, man soll die Aktie haben. Man sollte auch eigentlich die Aktie haben und dann behalten. Man kann natürlich wunderbar traden, wenn man es dann immer vorher wüsste. Dann würde ich hier raus und hier wieder rein. Aber im Nachhinein ist es ganz einfach. Aber das Schlauste ist einfach, die Aktie zu behalten und sich von diesen doch sehr starken Kursausschlägen nicht verrückt machen zu lassen. Einen letzten Wert haben Sie uns noch mitgebracht. Pion, auch hier Bilanz gezogen gerade eben. Wie ist die ausgefallen? Ja, eigentlich wie erwartet. Mich hat es so ein bisschen überrascht, warum die Aktie so stark unter Druck kommt. Man hat, wie erwartet, einen zweistelligen Millionenverlust gemacht. Klar, Pion hat natürlich noch keine Umsätze. Man entwickelt, man treibt sein Narkosemittel in Marzolan voran. Das kostet Geld. Die Kosten lagen absolut im Rahmen. Alles wie geplant, trotzdem die Aktie unter Druck. Gut, ja, das ist halt bei Biotech-Werten so. Vor allen Dingen ist es natürlich auch ein sehr oder eher umsatzschwacher Wert, wo schon kleine Verkaufsorders solche Ausschläge auslösen können.
Ja, hier gilt nach wie vor, wer Biotech-Werte mag, für den ist Palm, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Das Präparat, das sieht nach wie vor sehr gut aus, dass da auch mal irgendwann die Zulassung kommt, zumindest erstmal in Japan, dann vielleicht später dann in einigen Jahren in den USA oder sogar in Europa. Also aussitzen, liegen lassen, kleine Position und dann, glaube ich, kann man auch halbwegs ruhig schlafen. Dann sage ich besten Dank für die Einschätzung. Und auch wieder aufwachen, hoffentlich. Ja, mit einem guten Gefühl. Besten Dank, Alfred Meinhof. Nichts zu danken. Und liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.